Und damit auch mal wieder ein zuckersüßes Morgen und Happy New Year hier bei einer neuen Folge von Let's Play GTA 5. Das war mal wieder ein wundervoller Fail. Eigentlich wollte ich da oben noch irgendeiner geilen Aussicht suchen, aber naja, die 3 Stunden Vorbereitung, die kann man ruhig auch mal übers Board werfen. Geht doch. Yo, wir sind aus der, ich nenne es jetzt mal, unangekündigten und eher spontanen Weihnachtspause zurück und legen sofort wieder direkt weiter los. Holen uns erstmal diesen tollen Sultan. Und dann geht's weiter mit den H, würde ich sagen. Ammunition Schießstand. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt, dass da noch so ein H ist. Generell müsste ich vielleicht mal gucken, was ich. Das H war das jetzt nicht für Trevor? Ich habe lange nicht mehr gespielt. Letztes Jahr war das letzte Mal, dass ich gespielt habe. Und hier können wir wieder. Hilfe, er hat mein Geld geklaut. Ja, dann lass ihn doch dein Geld geklaut. Ach, der Typ ist es, oder? Easy, damit sollte das Problem gelöst sein. Und wo ist jetzt das Money? Ach da. 500. Ist jetzt nicht unbedingt viel, muss ich sagen. Die können wir auch wieder zurückgeben, das ist immer mal nett. Also wäre es jetzt über 1000 oder so, hätte ich es vielleicht behalten, aber 500. Davon kann man sich nicht besonders viel kaufen. Wow, insane! I'd say you earned yourself a reward, bro. Yay, 50. Geil. Was eine Belohnung. Aber den Hexer, den nehme ich natürlich gerne. Und wir brauchen immer noch ein Fluchtfahrzeug. Egal, wir fahren trotzdem erstmal weiter da zu der Markierung. Das Fluchtfahrzeug können wir uns danach holen. Dann machen wir dasselbe, nehmen einfach den Adder und platzieren wieder da unter die Brücke. So ein Hexer ist allerdings ziemlich geil, denn den kann man hier bei GTA nur beim Lost Motorcycle Club bekommen. Was ist jetzt hier? Kaufe 3 Overwards. Ich wusste nicht mal, dass die hier Klamotten verkaufen. Das ist ein Westen. Da geht ja. Nimm mal den. Sieht schön aus. Das Motorrad würde ich ja jetzt theoretisch tunen, aber das wäre dann für Trevor. Besser. Vereinte Farben. Bitte was? Wir haben jetzt 3-mal denselben. Ja gut, vereinte Farben. Das heißt ja dann wohl quasi 3 unterschiedliche vielleicht. Aber dann wären sie nicht vereint. Ja doch, es sind mehrere Farben, die am Ende zusammen vereint sind. Egal. Was ist das jetzt? Alright, boiler suits are taken care of. Der Ort sieht jetzt ganz blöd aus, denn ich glaube, das war das, wo wir diesen Raubüberfall gestartet haben. Nicht, dass das jetzt ein Ende ist und wir dann kein Fluchtfahrzeug hätten. Das wäre dann natürlich richtig beschissen. Schauen wir einfach mal. Machen wir den Raubüberfallvorbereitung jetzt einfach hier zum Beginn des neuen Jahres komplett fertig. Sollten wir innerhalb dieser Folge schaffen oder wir fliegen aufs Maul und
verlieren ungefähr 50 Liter unseres Blutes. Ist aber nicht ganz so schlimm, denn jeder weiß, ein normaler Mensch hat 60 Liter in seinem Körper mindestens. Und was ist jetzt hier? Achso, das ist jetzt da unten. Das war vorher aber noch hier oben. Denke ich. Vielleicht. Möglicherweise. Bewegt sich das Teil? Das genau den Müll. LOL? Muss ich mein schönes Motorrad dafür aufgeben? Hallo! Jetzt sind wir Müllmänner, cool! Was wollen die denn jetzt? Hätte ich mir den Ort markieren sollen? Ich habe keinen Plan, wo der FIB... Oder? Ne, ich habe keinen Plan, wo der FIB-Parkplatz ist. Vielleicht blöd ist das ja jetzt schon. Da unten ist Wasser, da fahren wir mal lieber nicht entlang. Jedenfalls sieht es so aus, wie als wäre da Wasser. Ja, jetzt mit so einem Teil zu entkommen, das ist vielleicht keine so leichte Aufgabe, möchte ich meinen. Ah doch, ist recht einfach. Hoffe ich. Ja, wieso ist denn hier eine scheiß Mauer? Und tschüss. Gleich kommt dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtwagen. Obwohl man sich dann natürlich richtig gut tarnen könnte. Sagen einfach, wir sind Müllmänner. Man muss nur einen orangen Overall tragen. Denn jeder weiß ja, orange trägt nur die Müllabfuhr. Der fährt schön vorbei. Mal schauen, wie lange die Bullen noch an unserer Backe kleben. Ich könnte jetzt hier reinfahren, allerdings das Problem... Na, scheiße. Ich glaube, ich muss hier reinfahren. Oder auch nicht. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Schaffen wir das... Fuck. Das schaffen wir. Booyah. Easy. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, hier hochzukommen wieder. Das könnte vielleicht ein kleines Problem darstellen. Obwohl, hier, was ist das denn? Ist das eine Straße? Das sind Schienen und Eisenbahnschienen führen hier in Los Santos normalerweise auch relativ häufig in die Nähe einer Straße. Müssen wir nur noch hoffen, dass uns kein Zug erwischt. Ja, ich weiß, ich hätte theoretisch bestimmt schon irgendwo abbiegen können. Dann wäre ich locker an der Straße gelandet. Aber wir müssen ja sowieso in die Richtung. Und die Straße werden wir definitiv auch nochmal finden. Also nehmen wir lieber diese kleine Abkürzung und fahren unter der Straße entlang. Sieht auch wesentlich cooler aus. Tschu-tschu! Zu 2, zu 4, zu 6, zu 8 marschieren die Loks befördern brach. Rot und grün und blau und braun. Und blau.
Blau und Braun, allen kann man echt vertrauen. Jeder weiß, wohin es geht, von Nord zu Nord, von früh bis spät, von Ort zu Ort, von früh bis spät. Thomas und seine Freunde. War vielleicht doch keinen Sinn, so gute Idee, das zu machen, denn wo zum Teufel sind wir jetzt? Wir sind am Arsch der Welt. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so lange dauert, an eine Straße zu kommen. Wir müssen in die andere Richtung fahren. Gut, hier haben wir wenigstens unsere Straße. Siehst du, ich habe doch gesagt, das ist easy. Unschöne Lenkung. So, so weit sollten wir jetzt nicht vom Ziel entfernt sein. War alles geplant. Hat alles perfekt funktioniert, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Ungläubiger. Platz machen für die Müllabfuhr. Spende Müllabfuhr. Ich hab nen Strohmann hinten drinne. Und zack. Hast dein Müll vergessen zu bezahlen? Das passiert doch, wenn man so einen Scheiß macht. Immer schön den geldgeilen Säckensgeld in den Arsch schieben. Und ja, einige würden jetzt sagen, man sollte froh sein, dass es sowas wie Müllmänner gibt oder so, aber wenn es in Deutschland so ein scheiß Gesetz gibt, dass man quasi keine Mülltonne haben darf. Der Satz hört sich jetzt komisch an, ist aber grammatikalisch richtig. Dann kann man sich über sowas schon mal aufregen. So, dann verlassen wir den Müllwagen und dann sollte die Mission auch erledigt sein, ne? Keine Delle, Alter, fick dich. Einfach nur fick dich. So, wie viel Zeit haben wir noch? Noch ein bisschen viel, aber wir holen uns jetzt erstmal den Adder. Wenn ich weiß, wo es ist. Hier oben. Da kommen wir noch schnell. Jo, ich hab einen Müllwagen. Geiler Move. Nee, das werde ich definitiv nicht an einen sicheren Ort stecken, denn diese Karre sackt Boards, aber ganz hart. Da gehe ich lieber hier diesen Weg. Ja, ich weiß, dass sich die Karre als Fluchtfahrzeug eignet. Braucht mich jetzt nicht mit dieser Nachricht zuzuspammen. Fahre ich jetzt lieber schön die Autobahn entlang. Freie Bahn aus Marzipan, Bitch. Dieses Video ist natürlich komplett werbefreundlich. Auch wenn ich sowieso keine Werbung schalte. Und dann sollten wir gleich da sein. Hier müssen wir rausfahren. Danke für die Bremsung, die habe ich gebraucht. Jetzt kann ich nämlich hier schön durch die Kurve driften. Der Pfeiler hat mir überhaupt gar nicht gefallen, deswegen musste er abgerissen werden. Außerdem war er ein Fangirl, deswegen wollte er versuchen, so schnell er konnte, mir hinterher zu rennen, als er mich sah. Das passiert mir leider viel zu oft. Was ist das hier? Ah! Alles geplant. Meine Bremse war jetzt nur etwas stärker. Put the fuck out! So, dann müssen wir nur hoffen, dass der Adder auch gleich da steht, denn ich habe keinen Bock, da jetzt noch 5 Stunden zu warten, bis der irgendwann mal spawnt. Ja, er steht da, super. Hat er noch eine geile Farbe. Ich glaube, die Farbe hat er hier zwar immer,
Wobei, ich glaube, den habe ich auch mal blau gesehen, oder? Könnt mich irren. Eignet sich als Fluchtfahrzeug. Super, dann ab hier runter damit. Bullen werden uns jetzt wahrscheinlich noch folgen. Die sind aber sowas von dermaßen super. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Haben wir jetzt unser Fluchtfahrzeug, bringen das jetzt noch an den Ort, wo wir eigentlich das Fahrzeug schon mal abgestellt haben, aber leider muss es da scheinbar auch stehen bleiben. Ist auch realistisch auch, ein bisschen. Aber wer denkt denn bitte schön daran, dass die Macher dieses Games Realismus bevorzugen? Oh, hübsche Kurve. Aber easy geregelt. Ach, wirklich. Alles werbefreundlich hier. YouTube-Algorithmus wurde win. Was ist das denn? So. Ja, spam mich jetzt nicht zu. Es muss mittig stehen, es soll auch cool aussehen. Muss seine Würde haben, wenn das schon als Fluchtfahrzeug hier dienen soll. So. Wähle Fluch, Wobei ich, warte mal, ich steig da lieber ins Auto ein. Das soll ja auch speichern. Ich kann ja auch im Auto jetzt Kontakte, Franklin. Ne, nehmen wir Trevor, weil Trevor der Anführer ist. Fluchtpunkt markieren. Schon angerufen, bevor er das Telefon überhaupt in der Hand hatte. East Vinewood. Perfekte Wegbeschreibung. Und die Mission erfüllt. Fluchtwagen. Nice. Wieso die Leute jetzt hier wegrennen? Keine Ahnung. Ist vielleicht schon zu spät für sie. Hallo. Man muss auch mal solchen Hype-Trains nachrennen. Was will der denn jetzt? You ready to do this? Yeah, we got everything we need. Fick dich doch. All right, I'll let you know when it's happening. So eine Schwuchtel. So, wir haben alles. Dann sollten wir ja jetzt schon starten können, oder? Schaue ich nochmal auf die Mission. Gibt es hier noch irgendwas für mich? Wenn nicht, dann wechseln wir dann zu Franklin. Und dann gibt es hier noch eine Mission für Franklin. Da steht aber F, deswegen wird das wohl eine größere Mission sein. Deswegen würde ich sagen, scheiß drauf, dass das die erste Folge in diesem Jahr ist und deswegen ein kleines Special sein sollte oder so. Vielleicht, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Beenden wir den Part jetzt hier, ist etwas kürzer als normal. 5 Minuten weniger, glaube ich, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wo wir auf Franklin wechseln und mit ihnen dann alle Missionen durchspielen, die er derzeit hat. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Freue mich, wie immer, bekomme ich Abos und Likes und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, XD.